Bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Kiew ist unter anderem der ukrainische Innenminister ums Leben gekommen. Alle Hintergründe dazu gleich bei uns und über diese Themen berichten wir auch noch. Und damit herzlich willkommen zu Heute in Europa. Explosionen, Feuer, das sind die Menschen in der Ukraine mittlerweile gewöhnt. Dieses Mal sind es aber nicht die üblichen russischen Bomben, der fast alltäglich gewordene Beschuss. Dieses Mal ist es ein Helikopter, in dem unter anderem der ukrainische Innenminister sitzt. Er stürzt in ein Wohngebiet bei Kiew nahe eines Kindergartens. Der Politiker und mindestens 16 weitere Menschen sterben, darunter auch Kinder. Svenja Bergerhoff fasst zusammen. Unser Reporter Tim Kröger ist für uns in Kiew. Tim, welche Informationen haben Sie? Bürger in Kiew, vielen Dank dafür. Die Vorwürfe sind juristisch und politisch noch lange nicht vollständig aufgearbeitet, aber sie wiegen verdammt schwer. Mitglieder des EU-Parlaments sollen Schmiergelder von Katar und möglicherweise auch von Marokko kassiert haben, im Gegenzug für politische Gefälligkeiten. Im Mittelpunkt des Korruptionsskandals steht die abgesetzte Parlamentspräsidentin Eva Kaili, die in Belgien in Untersuchungshaft sitzt. Für sie heute einen geeigneten Nachfolger zu finden, war wohl eine der kleineren Baustellen in Straßburg. Eine wesentlich größere ist dagegen die Frage, wie welche Beeinflussung von Parlamentariern künftig verhindert werden könnte. Denn auch gesponserte Dienstreisen hinterlassen mindestens ein Geschmäckle. Florian Neuhan. Mal für eine gewisse Zeit in Frankreich leben und den Franzosen im Gegenzug zeigen, was Deutschland so zu bieten hat. Fast 9,5 Millionen junge Menschen aus beiden Ländern haben das seit 1963 in deutsch-französischen Austauschprogrammen schon mal getan. Und warum 1963? Weil in dem Jahr eine ganz besondere Freundschaft und Zusammenarbeit der Nachbarländer besiegelt wurde, als Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag unterzeichneten, der zum 60-jährigen Jubiläum in dieser Woche bei uns ganz besonders im Fokus steht. Ja, die Jugend gemeinsam fördern ist ein fester Bestandteil des Vertrages und die hat in mittlerweile mehr als 3100 Austauschprogrammen Gelegenheit, sich zu beschnuppern und die jeweils andere Sprache zu lernen. Was da hängen bleibt, ist auf beiden Seiten aber dann doch sehr unterschiedlich. Ja, ich liebe dich, das würde Odilon Sambray in seiner Heimat im Osten Frankreichs auch sehr gerne viel öfter hören. Der Lehrer möchte französische Schüler dort vom Deutschlernen überzeugen und muss sich dabei zu seinem tiefen Bedauern ordentlich abrackern. Denn es gilt, Sprachbarrieren ab und das Verständnis füreinander aufzubauen. Und dabei bei dem einen oder anderen die Liebe zur Fremdsprache zu entfachen. Anna Arendt hat ihn auf seinem Weg durch die Schulen begleitet. Und wenn Sie das Thema noch weiter interessiert, legen wir Ihnen das Auslandsjournal ans Herz. Heute Abend um 22.15 Uhr hier im ZDF. Nach dem außergewöhnlich warmen Jahresstart scheint das Wetter jetzt in vielen Teilen Europas eine 180-Grad-Wende zu machen. Während Skifahren in den Alpen noch immer vor allem nur auf Schneebändern möglich ist, gibt es andernorts viel Weiß. Tja, den Bilderbuchwinter wünschen sich hier bei uns auch viele, klappt aber nicht so richtig. Die Aussichten. Das war's von uns für heute. Was in Europa und auf der Welt los ist, können Sie auch jederzeit in unserer ZDF-Heute-App nachschauen. Hier kommen jetzt die Rosenheim-Cops. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, auf Wiedersehen.